Was bisher geschah? Leute, schaut mal, was ich entdeckt habe. Er hat das Feuer gefunden. Da ist wieder ein Skelett. Da Vorsicht, ist wieder ein Skelett. Vorsicht! Also, wenn mir jetzt niemand etwas zu tragen abgeht, dann war es das für mich. Nehmen Sie meine Hose, nehmen Sie meine Hose. Oh nein! Oh nein, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Hier ist ein Wer ist denn? Hilfe! Ich glaube, das ist das Lager von einer der anderen. Hoffentlich denken die nicht, dass wir was klauen wollen oder so. Ja, dann geht nicht zu weit und wir sehen uns. Jo. Ja, passt auf euch auf, Jungs. Ja, ciao. Bin ich, ist es. Oh. Mit Spark, hörst du das? Moment, Moment. Oh Gott. Hier hinten stöhnt Hallo? Jemand rum. Hallo? Hallo? Seid ihr's? Wir waren doch gerade in der Höhle drin. Wo ist denn. Wo kommen denn diese Stimmen her? Hör ich schon wieder Stimmen? Das kann doch nicht nein, sein. Nein, 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 nein. Hä? Hallo, ist hier jemand? Mister. Wo ihr? Oh, Mister! Ihr seid's! Wir haben uns eben der Höhle aufgewärmt, aber irgendwie war keiner. Wo hast du dich denn versteckt? Ja, ich war die ganze Zeit hier, ich lag hier und ich hab, oh mein Gott, wo seid ihr die ganze Zeit gewesen? Moment, Moment, ja, wir haben ja ein bisschen erkundet, aber warst du nicht der? Warst du nicht der, der den alten Mann geschlagen hat, als du nach seinem Namen gefragt hast? Also da müsst ihr euch, nein, sowas, also da müsst ihr euch vertun, das würde ich doch niemals. Wir sind hier aufgewacht, das... Nein, 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 nein. Also das kann nicht sein. Aber ich lag die ganze Zeit hier in der Ecke. Habt ihr mich nicht gesehen? Hier in der Ecke lag ich, hier. Ja, okay. Ich muss sagen, da waren wir nicht. Wir waren nur am Feuer, ist ehrlich. Okay, genau. Okay. Wo sind die anderen? Und vor allen Dingen, ist dieses Monster noch da? Ich habe von dem Ding quasi eine Faust kassiert und jetzt bin ich hier wieder aufgewacht. Also die anderen sind ein bisschen durch die Gegend gegangen. Wir wollten uns nach anderen, also generell nach den anderen umschauen. Wir waren eine große Gruppe und irgendwie sind wahrscheinlich alle verstreut. Wir sind zurückgekommen, haben aufgewärmt und die sind nochmal neu losgegangen. Aber nehmt euch mal was. Ich war fleißig, okay. Wie ihr seht. Die Höhle ausgebaut. Wie waren eure Namen nochmal? Du warst... Mein Name ist Spark. Dein Name war Spark und du bist? Ich bin Jaffa. Jaffa, genau. Okay, passt auf, Folgendes ist passiert. Also dieses riesige, ja was ist das, ein haariger Affe, ein Schneeaffe? Ich weiß nicht, dieses Monster hat mich auf jeden Fall angegriffen. Und dann habe ich noch jemanden kennengelernt, der heißt Tobi und der ist weg. Und mein Sohn Rumatra ist auch irgendwo verstreut und ich weiß alles nicht mehr. Aber das ist jetzt auch alles nicht so wichtig, denn wir haben Folgendes. Wir haben hier ein Feld. Seht ihr das? Unsere Rüstungen gehen ja ständig kaputt und wir können jetzt quasi, wenn wir die Schafe hier vorne vermehren, die einfach töten, deren Fleisch essen und uns neue Rüstungen machen. Das ist doch schon mal was, oder? Mit Schafen kennen wir uns auch. Sebo erzählt die Geschichte vom Kakaoschaf. Das was? Mister, wie ist erstmal Ihr Name? Ach so, ich bin Revi. Hallo, Revin. Habt ihr auch so einen Trinkbeutel hier? Nee, wir nehmen Wasserflaschen, aber irgendwie ist das so ein bisschen, naja. Ja, nehmen wir so einen Trinkbeutel, das ist super. Warte, okay, erzähl die Geschichte. Es war kalt an dem Abend, als wo wir uns angetrennt haben. Da haben wir eine Höhle gefunden, haben uns da eingebuddelt, haben ein neues Zuhause gebaut und dann haben wir Schafenschlachtung machen. Mhm, und ich schaff das nicht. Wie, du schaffst das nicht? Die gucken die an. Ja, guck mal hier, schau mal, das ist doch gar nicht so schwer. Kommt mal mit. Wir haben hier Schafe, wir vermehren die einfach, guck mal. Die machen Kinder und dann gehe ich rein und bring einfach eins von diesen... Mein Gott, wir müssen irgendwie überleben, oder? Ich weiß das doch. Ja, so, wie komme ich jetzt hier? Wir haben wenigstens die Babyschafe immer noch verschont. Was ist denn? Ich werd hier von irgendwas angeschossen. Angeschossen? Wer schießt denn hier? Weiß ich nicht. Du hast einen Pfeil im Herzen. Ein Pfeil? Warte mal. Was ist denn? Wo kam der her? Nicht, komm bitte nicht. Ey, nimm den okay, anderen okay, bitte. Okay. Holt die Speere raus, verteidigt euch. Wir werden angegriffen. Das ist der andere von Gaia. Habt ihr doch keinen? Nein, wir haben nur Steinschwerter und Knochenäxte. Oh Gott, ihr habt euch überhaupt nicht vorbereitet. Oder was habt ihr denn die ganze Zeit gemacht? Ich meine, wir haben hier Fortschritt erwirkt. Wir haben eine Geheimwaffe. Okay, was denn? Wir haben Schnee genommen und dort Klumpen reingemacht. Zeig mal. Aua, spinnst du? Das tut voll weh. Ja, siehst du. Viel besser als so ein Speer. Gib immer einen davon. Ich will auch einen haben. Leute, hinter uns. Psst. Was denn? Besser, Vorsicht, hinter dir. Oh! Ein Wilder! Angriff! Ein Wilder! Angriff, bleib stehen, bleib sofort stehen! Er redet nicht, bleib stehen! Was ist denn mit ihm? Wer ist das? Kennt ihr den? Ich glaube, der kann nicht reden. Der ist stumm oder so! Was ist das denn da vorne? Was ist das denn? Guck mal da vorne! Stumm oder dumm? Wer bist du? Wie ist dein Name? Sprich! Hallo! Wie ist dein Name? Na, habt ihr Angst? Wer bist du? Wir sind wohl offensichtlich in der Überzahl!
Wer zur Hölle seid ihr? Ja, wir, war der und am Anfang bist doch, dabei? Du bist doch dieser Hans, mit dem ich am Anfang unterwegs war. Hä? Ja, du bist... warte mal, bist du Mo? Wie siehst du aus? Was passiert? Du blutest Woher am Kopf. Kennst du meinen Namen? Ja, weil du uns vielleicht gesagt hast. Hey. Weil du uns deinen Namen gesagt hast. Warum blutest du? Ich hab meinen Namen nie gesagt. Hast du. Du hast uns deinen Namen gesagt. Du hast dich am Anfang vorgestellt, wie alle anderen. Geh mal schön in die Mitte vom Kreis zurück. Ja, du bleibst da. Du bist nicht in der Position, Fragen zu stellen, mein Freund. Wer bist du? Ja, ich bin Revi. Das ist Jaffa und das ist Spark. Jaffa? Was ist das denn für ein Name? Ja, um rauszumachen! Ey! Du willst keinen Ärger mit uns. Wir sind in der Überzahl. Okay, wartet mal. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin und was hier passiert. Ja, das wissen wir auch nicht. Herzlichen Glückwunsch. Wie kann das denn sein? Was ist das da hinten? Hast du das da gebaut? Das ist meine Festung, ja. Warte mal. Führ uns mal dahin, zeig uns mal deine Festung. Los hinter! Ein falsche Bewegung und du hast eine Axt in den Nacken, wie ein Schaf. Bei dem sollten wir vorsichtig sein. Jetzt geh los! Die Technik hat ich Jaffa beigebracht. Ja. Sich eine Festung gebaut. Die hat alleine mehr geschafft als wir in der ganzen. Aber hier unten ist auch nochmal eine Festung. Habt ihr die schon gesehen? Wo? Hier unten ist auch nochmal eine Holzfestung. Da waren wir auch schon mal. Das ist auch meine. Erkehrt euch nicht den Rücken mit denen. Warum baust du zwei Festungen? Bist du dumm? Ja, die eine war mir zu klein. Los, führ uns in deine Burg, komm. Zeig uns. Kommt mal mit. Aber passt lieber auf, wo ihr hintretet. Der hat sogar ein Tor, guck mal. Der ist verrückt. Wie hast du das gemacht? Wo hast du die Der Typ ist ausgestattet, guck mal. Mach auf, los. Habt ihr etwa keine Axt? Natürlich haben wir eine Axt, wir sind nicht dumm. Öffne die Pforte. Na, kommt mal rein. Was ist das denn hier? Der hat sogar ein Feuer hier. Herzlich willkommen. Warte mal, was ist das hier? Was ist das hier? Guck ja nicht da rein. Hallo, hey. Der Typ ist reich! Was hat der? Ja, guck mal da rein. Schaut mal seine Kiste rein. Los, lass mal meine Kollegen an deine Kiste ran. Los, Fremder, geh mal bei seiner Hand. Wow. Hä? Was hab ich da in der Hand? Das ist ein Speer, mein Lieber. Du willst doch lieber nicht schmecken, hä? Okay, wir sind in der Überzahl. Hä? Was willst du machen, wenn wir dir jetzt deine Festung wegnehmen? Ach, weißt du was? Was willst du tun? Ich bin so verzweifelt. Ich weiß doch einfach nicht mehr weiter. Hä? Wo kommt der denn? Mein Gott. Dieser Umbruch jetzt hier. Ich weiß doch gar nicht, was hier abgeht. Ja, das wissen wir doch alle nicht. Warum greifst du uns denn am Anfang an? Bist du dumm? Dann sollten wir Hand in Hand arbeiten. Ja, ich hab doch Angst. Ja, die haben wir wohl auch. Warum schlägst du mich einfach? Ich hab auch mein Gefühl. Hast du das Monster nochmal gesehen? Lass! Welches Monster? Na, dieses riesige Schneegedöns-Monster. Kann ich nochmal meinen Sack zurückhaben, bitte? Diesen Trinksack? Ich hab doch nur einen. Dankeschön. Diesen Gaia, meinst du? Ja, genau, den. Hast du ihn nochmal gesehen? Gaia, warte mal, ich hatte da so einen Traum. Stopp mal, mir wird die ganze Zeit schlecht wegen diesem Wasser. Wir müssen irgendwas dagegen tun. Aber das Wasser ist nicht gut. Ja, natürlich nicht, guck mal. Der will uns vergiften. Nein, das ist überall so. Wenn man zu viel von dem kalten Wasser trinkt, ist das gar nicht gut. Da müssen wir uns mal was überlegen. Ich trinke seit Tagen davon. Ja, natürlich geht's dir deshalb schlecht und du bist verwirrt. Guck dich doch mal an. Dir blubbert's doch schon überall. Also, jetzt noch mal ganz kurz. Hast du Gaia noch mal gesehen? Nein, ich hatte einen Traum, in dem mir irgendeine Stimme zu mir gesagt hat, ich soll Gaia nicht vertrauen. Okay, und wie sieht's bei euch aus? Wir haben Gaia bisher noch nicht gesehen. Wir haben einfach nur um unser Überleben gekämpft in der Zwischenzeit. Okay. Pass auf, Fremder. Ich hab die ganze Zeit Hunger. Pass auf, wir drei hatten sowieso vor, unsere Festung da oben ein bisschen auszubauen. Das ist zwar ganz nett, was du hier hast, ich sag dir aber ehrlich, ein 3, 4, 5 Zentner schweres Tier wie Gaia steigt hier einfach drüber. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Ich bin ja auch nicht. Das heißt, pass auf, wir machen dir folgendes Angebot. Willst du mit uns Hand in Hand arbeiten? Ich weiß doch gar nicht, ob ich euch vertrauen kann. Am Ende verarscht ihr mich. Wem denn? Willst du lieber dem Monster vertrauen oder uns? Oder bist du so wie Petrit, der dreckige Kaktus, hä? Der sich mit Gaia anbändelt? Ja, dieser Grüne? Ja, der Grüne, richtig. Genau der Typ, der mit uns am Anfang an unterwegs war. Du musst dich entscheiden, mein Freund. Also was jetzt? Ja, ich glaub, okay, pass auf, dann machen wir jetzt Folgendes. Nimm deine Sachen mit, wir helfen dir beim Tragen, du bringst deine Sachen zu uns rüber und dann kümmern wir uns erstmal darum, dass wir klares Wasser haben. Hast du da vielleicht eine Idee? Nein, warte mal. Wir machen es so, ich bleib hier in meiner Base. Es wird alles brüderlich geteilt. Ich hab doch hier nicht umsonst stundenlang geschuftet. Nein, guck mal, Gaia wird uns angreifen. Er hat es mir prophezeit, er hat es gesagt. Okay? Zeigt mir doch erstmal, was ihr da habt. Ich hab doch gar keine Ahnung.
Okay, bist du. Ja, dann komm, dann gehen wir mal rüber und dein lustiges Schloss hier lassen wir erstmal stehen. Was ist denn mit dem dreckigen Wasser? Gibt es da eine Lösung, oder? Ja, da müssen wir uns was überlegen. Hast du da vielleicht eine Idee, Spark? Ich meine, wir können das vielleicht filtern, das Wasser, und den ganzen Schmutz rausfiltern und es vielleicht ein bisschen aufwärmen, dann ist das verträglicher. Okay, lass uns mal in die Basis gehen. Mir ist verdammt nochmal kalt. Sag mal, ist es hier immer so? Schneit's hier dauerhaft? Wir sind, glaube ich, in der Eiszeit gefangen oder sowas. Das ist ja eine Hölle, ist das ja. Der Schnee bildet sich so schnell wieder. Oh Gott, es macht echt keinen Spaß mehr mit diesem Wasser. Es ist auch einfach viel zu kalt. Okay, also wer fehlt denn dann noch von unserer Gruppe? Es fehlen dieser Hugo von Anfang, dieser etwas, naja, der die ganze Zeit gelacht hat. Eine Frau war, das hat er bei mir sagen. Ja, richtig, genau. Diese Frau, der mit der Männerstimme, dann dieser Clown. Habt ihr nochmal diesen komischen Typen gesehen? Wie hieß er? Joe? Wir haben uns zusammengetan mit Joe und Krokun. Wer? Krokun und Joe. Kroko. Ja, genau. Ich erinnere mich. Ja, mein Sohn Rumatra ist immer noch wobei ich, wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht mehr, ob das überhaupt mein Sohn ist. Er sagt die ganze Zeit Vater zu mir, aber das, mir könnte jeder erzählen, er ist mein Sohn. Naja, also. Passt auf, diese Höhle in meinen Augen bietet sie einen ganz guten Verteidigungspunkt. Ich meine, die geht tief rein, vielleicht können wir sie noch ein bisschen ausbauen. Und wenn wir mehrere Wälle hier dazu zimmern, guck mal, ich meine, wir sind in einem Tal. Ihr sollten mir doch sicher sein, oder? Das ist besser als eine Burg mitten im Nirgendwo. Das stimmt, sicher, so eine Höhlenwand ist fester als so eine Holzwand. Ja, und Kaya war doch auch am Anfang hier. Warum ja, richtig, und deshalb, genau, und das ist das Gute. Irgendetwas verbindet ihn mit diesem Ort. Irgendwas hat er mit diesem Ort. Er kommt immer wieder hier zurück. Immer wenn ich mich näher, ist er hier. Wir locken ihn in eine Falle. Du hältst deine verdammte Fresse, wenn du willst. Entschuldigung. Kram ich dir sofort den Speer quer hinten rein. Oh, ja, gern. Okay, was? Oh, Gottes Willen. Okay, pass auf. Lass uns mal ganz los wegen dem Wasser erstmal kümmern. Ich hab die ganze Zeit Mr. Durchfall. Mr. Spark, kommen Sie mal. Sie brauchen... Wir brauchen, stopp. Oh mein Gott, das Feuer. Das Feuer ist blau. Geil, hat das Feuer kalt gemacht. Verdammt nochmal. Okay. Ich hab wieder Angst. Nee, Jaffa, mach dir keine Sorgen. Es kann sein, dass er gerade unter uns ist, okay? Lasst uns einfach. Hast du Angst? Ich hab von Gaia gestern die Pranke kassiert und ich bin erst nach 2 Tagen wieder aufgewacht. Also, naja, gut. Spark, hast du vielleicht irgendetwas im Kopf, wie wir das irgendwie säubern können? Also. Ey, Leute, hinter uns, ein Speer. Hä? Okay. Jetzt lass mich erklären. Nein. Komm zurück. Okay, ich hab da empfehlen, lass uns, wenn man laut uns, schreit. Lass uns einfach jetzt so tun, als hätten wir nichts bemerkt, okay? Aber was passiert jetzt? Er kann unsere Angst riechen, glaube ich. Okay, also Spark, gut. Du hast du vielleicht eine Idee für etwas? Ich glaube, wir sollten unter anderem Holzkohle verwenden. Damit kann man sehr gut Wasser filtrieren. Ja, schau mal hier, ich hab sogar welche. Hier, im Ofen. Das ist wunderbar. Ja. Und vielleicht noch mit ein bisschen Holz und ein Gefäß, sodass das Wasser nicht hinausläuft. Holz ist so ein bisschen nicht so gut wasserhaltend. Das kann aus sämtlichen Ritzen rausfließen. So ein bisschen was Glasiges. Wir haben so Flaschen gemacht. So Flaschen, ja, nimm mal so eine Flasche. Genau, nimm mal Flaschen, ja. Naja, nicht die Flaschen, mehr ein bisschen mehr Glas. So richtig Glas bräuchten wir vielleicht noch. Also so ein bisschen Sand, so grobkörnig, dann Holzkohle für fein. Hat jemand zufällig Sand dabei von euch? Sand? Ja, Sand. Du hast doch keinen Sand in dieser Welt. Wir haben Sand in Decken bei uns. Genau, wir könnten zum Fluss runtergehen. Dort wäre Sand. Okay, dann machen wir wohl eine kleine Mission. Auf geht's. Okay. Okay, und. Sag mal, wie habt ihr diese Speere gemacht? Haltet die Augen offen. Ich kann es dir nicht sagen, die verschwinden einfach und kommen immer wieder. Kennt ihr noch den Weg? Jafar, du bist doch gut ausgelaufen. Warte mal, oh, okay. Was ist los? Was ist das in meiner Hand? Was weiß ich, wo du dir was rausziehst. Moment. Das ist nicht von mir. Wissenschaftler, untersucht das mal. Das ist gerade einfach in meiner Hand gewesen. Hier passieren seltsame Dinge. Das riecht nach Menschenblut. Das ist Blut. Das ist Blut. Mama. Okay. Wir gehen schnell zum Fluss, bauen dieses Ding und dann verbarrikadieren wir uns hier und rüsten uns aus. Komm, Wissenschaftler, weg hier. Ich glaube, Gaia ist ganz unter uns. Einfach mir hinterher. Wir gehen über den Gletscher drüber. Unten ist der Fluss. Ist auch über Blut auf dem Boden. Dann hat er hier noch für Petrit dieses Ding hingesetzt. Ein Schwert hat er ihm gegeben. Oh, Gottes Willen, ey. Der sucht sich überall Verbündete. Aber nicht so schnell laufen. Ich kann nicht so schnell. Doch,
Der Letzte stirbt immer. Das habe ich gesehen. Haha, du! Ich weiß nicht wohin, Mr. Spark. Ihr lauft mir doch einfach hinterher. Komm. So ein Schisshasen habt ihr die ganze Zeit dabei, oder was? Hör mal auf, Jaffa hat dafür andere Qualitäten. Er kann extrem gut dichten, zum Beispiel. Und Jaffa ist eine herzensgute Seele. Also zumindest jetzt für die paar Minuten, wo ich ihn kenne. Ich bin ein super Typ. Genau das ist er, ein super Typ. Hast du gehört? Okay, wo müssen wir hin? Es ist noch weit, es ist unglaublich kalt. Vorsicht, hier. Tiefer Schnee. Ihr müsst jetzt hier vor... Ihr müsst jetzt hier über die Steine springen. Okay. Hilft ihn! Hilfe! Wo ist der Idiot? Komm raus! Du erfrierst! Oh Gott, Hilfe! Okay, über die Steine. Ich hab doch extra gewarnt. Über die Steine hüpfen. Und hier ist wieder sicher? Hier hinten ist wieder sicher, ja. Oh Gott, man senkt sich ja trotzdem ein. Ja. Du willst es doch umbringen. Okay, hier den Bergsteil runter, sonst... Oh mein Gott, ich... Ich erfriere, helf mir! Aus dem Schnee raus! Oh Gott, ich... Na super, ich bin hier unter... Oh Gott! Helf mir, ich erfriere! Ich kann es auch! Okay. Den Berg runter! Einfach den Berg runter! Geradeaus jetzt, da unten ist ein Fluss. Jetzt seht ihr mal, was wir durchgemacht haben hier. Ja, warum seid ihr denn auch so weit weggelaufen? Ja, wobei, mir ging's ja genauso, ich bin ja genauso weit weg. Das ist okay. Nicht wirklich weit weg gewesen. Ja, das stimmt. Aber ich meine, auf Eis läuft sich auch relativ schwierig, ne? Okay. Mann, ich hab ständig Durst. Ey, Leute, seht ihr das? Da oben. Fledermaus. Da fliegt was. Wo denn? Da? Oh Gott. Was ist das? Erste Mal, dass ich sowas sehe. Ich hab die schon mal gesehen, aber... Eine Fledermaus bei Tag und im Schnee. Ja, das stimmt schon. Das ist ziemlich eigenartig. Ja. Jetzt ist sie weg. Genau, hier runter. Naja, egal. Komm, vielleicht ist das den Augen von Geiern. So, hier. Hier leuchtet's. Hier war unser Unterschlupf. Schöner bis hier. Oh, das sollten wir mitnehmen, das Ding hier. Das ist doch bestimmt jetzt eine Falle hier. Nein, das ist unser altes Camp, das haben wir abgebaut. Okay. So, und hier könntet ihr am Ufer ein bisschen nach Sand euch umschauen. Hier ist Kies und darunter ist auch gleich Sand. Da vorne. Wir brauchen nur einen Eistaucher. Oder da vorne, da ist auch noch was am Ufer. Okay, wisst ihr was? Alles für die Gruppe, ich mach's. Wie viel Sand brauchen wir? Hier ist an der Seite, du musst da nicht tauchen. Ich werde tauchen. Hallo. Okay, wie viel Sand brauchen wir? Wir brauchen, ich würde sagen, so, sag mal, 12 Stück. 12 Stück, alles klar, okay, gut, wenn du das denkst. Woher weißt du das denn alles? Mann, der Typ ist intelligent im Gegensatz zu dir. Nein, ich glaube, ich bin der Einzige, der noch seine Erinnerung von seinem frühen Leben behalten hat, im Gegensatz zu allen hier. Die komplette Truppe ist komplett auf sich alleine gestellt, komplett am Eimer, das gibt's nicht. Ohne mich wären die längst eingebaut, ohne mich wären die komplett fertig. Die wussten nicht mal, wie man sich eine Axt zusammenbindet aus Knochen und Stöcken. Sag mal, okay, ich hab jetzt 40 Stück davon. Nicht wirklich, aber du siehst, ich bin schon ein bisschen älter. Vielleicht habe ich es auch einfach nur vergessen. Irgendwer hat meinen Trinkbeutel aufgesammelt. Na, den hast du doch bestimmt hier irgendwo in dem Eis reingetan, oder? Ich hab ihn, ja. Okay, lass uns los, komm, wir müssen zurück. Jaffa! Wo ist denn Jaffa jetzt? Jaffa? Hä? Da oben. Jaffa, komm! Oh Gott. Ja, ich komm! Okay, wir haben genug. Lass uns zurück zur Basis gehen. Dann gehen wir wieder nach oben. Den sehen wir. Das Kakaonschaf ist noch da. Das Kakaonschaf ist noch da, sehr gut. Dann hat es sich ja gelohnt, das am Leben zu lassen. Ich werde es irgendwann umbringen. Nein, ey, machst du das, bin ich sauer. Ja gut, aber... Es tut einfach mal gut, wieder unter Menschen zu sein. Ich habe jede Nacht irgendwelche Albträume. Ich drehe langsam durch. Ja, uns geht's da, glaube ich, allen ähnlich. Ich meine, wir sind irgendwo mitten in eine Eiswüste geworfen worden und haben alle keine Ahnung, was uns hier überhaupt erwartet. Aber das Wissen von früher ist sinnvoll. Ich war mal Abenteurer, ja, bin schon ein bisschen in die alten Jahre gekommen. Ich wünschte mir eigentlich sehr gern, meinen jungen Körper wieder zu erlangen, aber soweit werde ich hoffentlich noch versuchen, euch hier zu unterstützen. Ja. Kann ich dich also, Opa nennen? Bitte nochmal? Kann ich dich Opa nennen? Okay, kommt mit in die Höhle, kommt mit rein. Was für ein Weg. Und frag nicht immer so dumme Fragen, ob du den Opa nennen darfst oder sowas. Okay, ignoriert das Geld, das Feuer hier. Ja, hier liegt ein menschlicher Schädel. Oh mein Gott, guck mal. Oh, ja, hier ist alles voller Blut. Ich weiß. Oh nein, was ist das denn? Oh nein. Mama. Okay, gut, das hat nichts zu bedeuten. Das sind nur ein paar. Nein, das sind menschliche Köpfe, die Gaia hier aufgestapelt hat. Okay, wisst ihr was? Passt auf. Spark, wir beide kümmern uns jetzt einfach um dieses Wasserding.
Es ist. Der will uns nur Angst machen, okay? Ich brenne jetzt das Glas, okay? Was brauchst du noch? Ja, im Prinzip habe ich alles eigentlich dafür dann. Okay, gut, dann machen wir das also und bauen das alles gemeinsam auf. Oh mein Gott, okay, jetzt wird es wirklich gruselig. Ich bin raus. Ihr hört das auch? Ja, wir hören das auch. Okay, Gott sei Dank. Aber ich sehe ihn nicht. Ich kann eure Angst spüren. Geier, wir haben keine Angst vor dir. Du kannst hier noch so viele Schädel auftürmen, wie du willst. Die Zeit ist gekommen für was, hä? Wenn die Nacht des sechsten Tages anbricht, dann werde ich euch vernichten. Sobald die Sonnenuhr auf 20 Uhr schlägt, treffen wir aufeinander und ich werde euch ein für alle Male aus dem Reich der Eiszeit verbannen. Was redet er? Was? Gaia, hallo? Bereitet euch gut vor. Wir haben keine Angst vor dir. Ich hab Angst. Verschwinde ich nicht aus eurem Kopf. Was? Der sechste Tag, das heißt Samstag. Okay, Samstag und wann? Am Samstag wird was passieren. Zum Sonnenuntergang war das, abends? Ja. Ich hab gar nichts verstanden bei dir. Und was hat er gesagt genau? Sonnenuhr 20? Was heißt das? Er möchte uns Schwimmer aus dem Eis verbannen, aber wo sollen wir denn dann hin? Ich glaube, die Alternative bleibt das hier. Wir müssen also kämpfen. So soll es sein. Samstag, wenn die Sonnenuhr 20 schlägt. Ja. Wir werden kämpfen.